Der Sprung von Boris Becker ins Endspiel von Wimbledon gegen den Amerikaner Kevin Curran, das ist die Überraschung oder gar die Sensation dieser Woche. Erstmals nach 18 Jahren wieder ein Deutscher im Endspiel der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaften. Guten Tag, liebe Zuschauer. Hätten Sie zu Beginn dieses Turniers daran geglaubt oder gar darauf gewettet? Wir werden natürlich live dabei sein bis zum Ende des Spiels, ganz gleich, wie lange es dauert. Sollte es jedoch vor 18.15 Uhr beendet sein, werden wir Sie über zwei weitere Ereignisse des Tages informieren. Und zwar über den großen Preis von Belgien, den 8. Weltmeisterschaftslauf für Motorräder in Spa-Francorchamps und die Tour de France, heute die 9. Etappe von Straßburg nach Épinal. Die Länge hängt, wie gesagt, von der Länge des Spiels in Wimbledon ab. Und dort am Center Court wartet schon mein Kollege Rainer Deike, um Ihnen zu diesem Spiel Boris Becker gegen Kevin Curran alles Wichtige zu sagen. Wohl noch nie ist einem Tennisspiel in Deutschland so entgegengefiebert worden wie heute. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen vom Center Court in Wimbledon. Und für die Spannung, für das Fieber in unserem Lande hat dieser junge Mann gesorgt. Boris Becker, der die Schlagzeilen gemacht hat in den letzten 14 Tagen. Wir erwarten heute in Wimbledon ein spannendes Finale, weil nämlich es zwei Außenseiter eigentlich erreicht haben. Die großen Favoriten vor diesem Turnier sind vorher eliminiert worden. Und nun ist sehr zur Überraschung natürlich aller Experten Boris Becker ins Finale vorgedrungen, ebenso wie Kevin Curran, der gebürtige Südafrikaner, der jetzt Staatsbürger der Vereinigten Staaten ist. In der britischen Sonntagspresse dicke Schlagzeilen als Vorschau für dieses Spiel. Der Sunday Telegraph schreibt, schwere Geschütze im letzten Gefecht, Bomber und Becker, so schreibt die Mail. Und der Sunday Express hebt hervor, Jungfried, Jung Siegfried, das Wunderkind im Finale. Also, große Schlagzeilen und große Bedeutung natürlich auch für die britische Öffentlichkeit und auch die Weltöffentlichkeit. Wir haben erfahren, dass 85 Fernsehanstalten in 77 Ländern dieses Finale übertragen und die geschätzte Zuschauerzahl ist 1 Milliarde. Irrsinniges Interesse hier. Der Center Court, der fast 15.000 Amerikaner, der hier 72 gewonnen hat und die Siegerin im Dameneinzel Martina Navratilova. Arthur Ashe, der Kapitän der amerikanischen Davis Cup Mannschaft und Wimbledon-Sieger hier 1975, wollte sich nicht festlegen. Das Einzige, was er bereit war zu prognostizieren, war, vielleicht gibt es 50 Aufschlagasse. Das wäre wahrscheinlich auch ein Rekord und würde hier in die Bücher eingehen. Das ist Kevin Curran, 27 Jahre alt. Er ist in Durban in Südafrika geboren worden, lebt jetzt in Austin, der texanischen Hauptstadt, wo er studiert hat und wo er zu seiner Karriere als Tennisspieler ansetzte. Seit 2 Monaten ist er amerikanischer Staatsbürger, denn als Südafrikaner war er doch Beschränkungen ausgesetzt. Er durfte nicht überall starten, Sie wissen, aus politischen Gründen. Boris Becker aus Leimen bei Heidelberg, so wie wir hier erfahren haben, muss es wohl in der letzten Zeit die Bundeshauptstadt gewesen sein. Die Straßen dort, wie fast überall leer gefegt während der Fernsehübertragung. Zustände und Situationen wie bei einem Fußball-Weltmeisterschaftsfinale. Boris Becker ist 1,88 Meter groß. Der Aufschlag, der hier gemessen worden sein soll, ich sage das mit allen Vorbehalten, der weiß das ganz genau zu beurteilen, soll 240 Kilometer pro Stunde schnell sein. Das bedeutet, dass man
nur Bruchteile von Sekunden Zeit hat, darauf zu reagieren. Und hier sehen Sie die beiden Fans, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ladies and gentlemen, Mr. Becker won the toss and chose to serve. Boris Becker hat die Seitenwahl gewonnen, das heißt die Wahl überhaupt, und hat sich entschieden aufzuschlagen. Hier der Schiedsrichter, auch für ihn ist es eine große Ehre, das Wimbledon-Finale zu leiten. Es ist ein Engländer namens David Hoey, der hier selbst einmal als Junior in einem Einladungsturnier in Wimbledon gespielt hat, aber nicht so arg weit gekommen ist und nun seit einigen Jahren sich als Schiedsrichter betätigt. Die Wetten bei den Buchmachern sind heute ausgeglichen, nachdem also vor dem Halbfinale Boris Becker für mich etwas überraschend als der Top-Favorit für dieses Turnier gewesen ist, aber die Chancen heute sind wirklich 50-50. Herzlicher Beifall für die beiden Finalisten. In wenigen Sekunden geht es los mit Aufschlag Becker. Play. 15-0. War er wohl ein klein bisschen zu hektisch und traf den Ball nur mit dem Rahmen. Ein guter Auftakt für Boris Becker. 1-0 Führung im ersten Satz. Es gab viele Spekulationen natürlich gestern nach seinem Sieg im Halbfinale und heute noch vor dem Finale. Würde der junge Mann, der 17-Jährige, der Nervenbelastung standhalten? Er selber ist gefragt worden, wie gehen Sie in dieses Match hinein? Er sagte, ich versuche es zu betrachten wie eine ganz normale Begegnung in der ersten Runde, ohne mich besonders beeindrucken zu lassen. Diejenigen, die ihn sehr gut kennen, wissen, dass er sich sehr konzentrieren kann auf seine Aufgabe, dass er sich abschirmt von allem, was ihn belästigen könnte. Und es gab auch viele Meinungen, die sagen, dass Kevin Curran nach seinen beiden großen Siegen über den John McEnroe und Jimmy Connors nun doch eher nervös werden würde, denn er müsste der Favorit sein. Und er hat auch selber gesagt, er hätte lieber gegen Anders Gereth hier im Finale gespielt als gegen Boris Becker. Love 15.
Das ist doch Pech. 15 Uhr. Ich glaube kaum, dass Kevin Curran an diesen Ball gut herangekommen wäre. Die Linienrichterin an der Auftaktlinie mit dem elektronischen Gerät. Das gerade Auge überwacht die Auftaktlinie und wenn der Pfeifton erscheint und auftönt, dann war es ein Fehler. 30-15 für Kevin Curran. Der zweite zögerliche Flugball von Kevin Curran. Er wirkt hier am Anfang doch nervöser als Becker. Wenn Becker überhaupt nervös ist, aber ich glaube schon. Unglaublich. Da hatte Curran den Ball eigentlich schon abgeschrieben. Und nun gleich beim ersten Mal hat Boris Becker die Chance, seinem Gegner den Aufschlag abzunehmen. Auf Rasen ist das ein Irrsinnsvorteil. Der Aufschlag wird wiederholt, weil der Ball die Netzkante berührt hat. Und der erste Doppelfehler und das erste sogenannte Break. Eine Entwicklung, die Kevin Curran sichtbar nicht mag. 2-0 Führung für Boris Becker. Was für ein Start in diesem Match. Er gilt auf Rasen als der beste Aufschläger. Nicht so sehr, weil sein Aufschlag so hart ist, sondern weil er sehr verdeckt kommt. Hat Becker sehr klug gemacht. Er hat am Netz geahnt, wo Curran den Ball hinspielen würde und dann hat er
kein unnötiges Risiko, ist er kein unnötiges Risiko eingegangen, sondern hat den Angriff wieder vorbereitet und den Fehler von Karen hervorgerufen. 15 beide. Da war alle Anstrengung nötig für Boris Becker. Er macht den Punkt Spielball zum 3:0. Ja, knapp im Aus. Einstand. Advantage Becker. Da ist die 3:0-Führung für Boris Becker. Wir haben gesehen.